Herzlich willkommen, Katharina Hoffmann, Mikrozement, heute auf jeden Fall in NCS und Ralf Abton. Der eine Produkt, der bei uns erhältlich ist, das ist der Goral Mikrozement, der bereits fertig angemischte, da kommt ja schon kein Pigment mehr bei, sondern die Masse ist entsprechend schon so angerührt, pigmentiert im bestimmten RAL-Farbton, den wir bis jetzt angeboten haben, auch auf der Homepage, also zwar über 200 RAL-Farbtöne, die auf jeden Fall zu sehen, zu bekommen, zu erhalten sind. Diese bestimmte RAL-Farbton kann man natürlich bei der Bestellung einfach auswählen und wir mischen diese Mischung entsprechend Schulmann an. Das heißt, das Mikrozement kommt komplett fertig, angemischt in bestimmten RAL-Farbton. Hier zum Beispiel habe ich auch die Probe. So eine Probe bekommt ihr natürlich hier auch, heißt ja Mikrozement plus die Versiegelung. Und diese werde ich euch gleich zeigen auf einer Musterplatte, die ich schon hier auf dem Untergrund vorbereitet habe. Beziehe ich an und werde euch zeigen, wie sich das Goral-Mikrozement in dem Fall verarbeiten lässt. In dem Sinne, ganz einfach zu gestalten, ganz einfach anzuwenden und zu verwenden, weil kein Polymer, kein Pigment mehr hier hinzugefügt werden müsst und braucht, sondern wirklich die Masse wird ja umgerührt und dann verarbeitet. Das heißt, es kommt ja fertige Mikrozement, Grundierung und die Versiegelung ist ja bereits im Sand enthalten. Für Außenbereich oder halt für sehr stark belastende Flächen haben wir natürlich unseren PU-AU2K Versiegelung auf Lösungsmittelbasis. Der ist noch beständiger, aber riecht so ein bisschen, wenn man den verwendet. Sobald es aushärtet, verdünstet er und der Geruch geht weg. Mittlerweile auch in matt erhältlich, auch diese Versiegelungsart. Meistens wird ja trotzdem für Innenbereich, für ganz normale Haushalt, wo nicht unbedingt die Fläche stark, sehr stark belastet werden, wie in Industrie, reicht vollkommen, wenn man auf den wasserbasierende Versiegelung zugreift. Und das ist jetzt mittlerweile PU-2K bei allen Systemen. Bitten wir gleiche Versiegelung an, also ohne Mischmasch mehr und durcheinander kommen. Ganz einfach. Wenn ich jetzt RAL-Farbton halte, habe ich so um die 200 Farbtöne. Ja. Wenn ich aber NCS Farbpalette einfach daneben halte, und wie schon hier der Name sagt, 2050, es sind 2000 Farbtöne. Das sind natürliche Farbtöne, dementsprechend wirken die auch ganz anders. Also, das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier den einen RAL-Farbton nehmen würde, dann kann ich hier mir zum Beispiel, also sind wir hier bei den gelblichen Farbtönen, kann ich mir den entsprechend abstufen. Nicht so intensiv machen, weil hier bin ich natürlich auch ein bisschen begrenzbar denn bei den RAL-Farbtönen. Und wenn ich auf den NCS Farbpalette zugreife, dann entsprechend kann ich mir noch mal feiner abstufen. Ein Beispiel, RAL 90005, tiefschwarz. Wenn wir zum Beispiel den bestimmten Farbton 90005, dann haben wir zum Beispiel hier, ich weiß nicht, wie man sieht, und wenn man hier daneben halten würde, dann ist das auf jeden Fall passend. Und wenn ihr dann das Mikrozement auswählt, also geht ihr auf den Goral und fragt ihr, okay, welche Farbton will ich denn nehmen? Und weiß ich ja nicht, weil auf der Homepage sind diese Farbtöne nicht zu sehen. Ganz einfach, jeder Malerfachbetrieb, Baumarkt hat diese Farbkarten einfach liegen. Ihr könnt euch einfach diese Farbkarte zur Hand nehmen und sagen, okay, ich will ja
Der graue passt mir zum Beispiel jetzt. 7000er ist es. Wähle ich mir aus. Das ist grau. Wirkt aber auf der Kamera ein bisschen grünlich. Deswegen ist, man sieht auch schon hier, anhand der Kamera, PC, Handy, wirken diese Farbtöne anders. Deswegen ist auch hier wichtig, dass man diese Farbkarte zur Hand nimmt. Ja, es ist RAL, Classic, es ist NCS, Index. Und diese Farbtöne, Farbkarte zur Hand nehmen, Farbton aussuchen, einfach im Computer benennen, auswählen, fertig. Dann kommt ja der Mikrozement bereits pigmentiert, angemischt, angerührt. Deckel auf, verarbeiten. Dementsprechend steht ja mittlerweile der fugenlosen Gestaltung nichts mehr im Wege. Wenn ich ja da jeden Farbton mir anfertigen lassen kann, dann ist das wirklich sehr, sehr einfach. Je dunkler der Farbton ist, umso mehr Pigment kommt ja da dann hinzu. Kann ja schon ein bisschen flüssiger werden, aber dass zum Beispiel diese Konsistenz, die es hier gibt, ist ja wirklich sehr schön. Falls es wieder bei dem hellen Farbtönen zu dickflüssig sein sollte, kein Problem, einfach ein bisschen Wasser in der Masse hinzufügen und dann verarbeiten. Wie immer bei dem Mikrozement, Untergrund vorbereitet, hier mit dem Quarzgrund. Man hört den schon. Quarzgrundierung immer auf dem Untergrund. Der ist natürlich nicht im Set dabei, kann aber jedoch im Shop zusätzlich bestellt werden. Contact Pro oder Eatbox, wenn wir Nassbereich haben oder begehbare Dusche, Wandboden, sollte dann mit dem Eatbox Epoxy grundiert werden. Ganz normale Bereiche, Boden, Wand, Contact Pro. Hier ist schon der Contact Pro drauf. Ja, man merkt schon. Der erste Schicht kommt natürlich wie immer auf die Stärke von der Quarzkörnung, also auf jeden Fall Plan übertragen, aufbringen. Zweite Schicht auf die Körnung vom Mikrozement. Zwei Schichten immer, weil es kann ja schon passieren, dass es an einer oder der anderen Ecke ein Stückchen vergessen wird oder nicht abgedeckt wird. Dementsprechend kannst du nochmal diese Fläche steuern. Ja, das Aussehen steuern und jedenfalls, falls da irgendwas nicht richtig aufgetragen worden ist, dann kannst du die kleinen Korrekturen immer noch vornehmen. Saubere Werkzeug, A und O, Flächen vorbereitet, grundiert, Goural gekommen, so wie hier, Probe zum Beispiel habe ich jetzt. Es ist Quarz drin, aber dieser Quarz ist wirklich sehr fein, also es ist noch feiner als unsere Quarzgrundierung oder Haftbrücke, die hier auf dem Untergrund drauf gespachtelt ist. Den Quarz merkt man so ein bisschen schon, wenn ich da drüber gehe. Aber das ist wirklich sehr, sehr fein. Und dementsprechend kann ich wirklich sehr feine Flächen erstellen. Das Problem ist, wenn ich zum Beispiel Instagram-Fotos anschaue, dann sehe ich bei vielen Herstellern, dass diese Mikrozement wirklich sehr grob ist. Je grober der Mikrozement ist, und das zeige ich euch gleich, umso mehr diese Ratatatatatatata zu sehen ist. Und da habt ihr keine Möglichkeit, wirklich sehr fein und eben die Flächen zu erstellen, weil seid ihr an diese Körnung und der Stärke vom Mikrozement allein gebunden. Ich mache mal hier so ein bisschen. Also sehr gute Konsistenz jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Boden arbeiten würde. Auf der Wand wäre ja auch jetzt kein Problem. In dem Fall auch, wenn es wirklich sehr dunkel ist, Mikrozement ist. Und wie man sieht schon hier, ich habe da die Körnung vom Untergrund. Und wenn ich dann drüber gehe, dann sieht man schon diese Bildungsform, vielleicht mache ich so viel von anderer Richtung, von dieser Raster. Ja. Also aufbringen immer ein bisschen Winkel größer zu dem Untergrund. Dann könnt ihr das gleichmäßig auftragen.
bitte nicht erschrecken, man hört hier auch meinen Untergrund, ja? Auch wenn das Quarzgrundierung in dem Fall auch fein ist. Also ich kenne Quarzgrundierung, der bereits schon 0,5 mm Körnung hat und das ist schon wirklich sehr grob, ja? Man merkt hier so kleine Steinchen. Bisschen grober. Also ich bringe das erstmal jetzt hier ganz schnell auf die gleiche Stärke. Kann ich auch dementsprechend direkt mehr Plan aufbringen, sodass ich, wenn ich dann nachher glätte, nicht so viel arbeiten muss. Ihr könnt auch gerne die Fragen stellen und das alles kommentieren. Die kann ich auch lesen. Und je nachdem könnt ihr dann die Struktur dann entsprechend anpassen. Also entweder kleine Schläge oder große Schläge. Der Vorteil bei dem Goral ist das so, dass wirklich diese Flächen auch homogen sind und sehr ruhig sind. Deswegen viele Kunden, die keine Struktur haben möchten und das Mikrozement soll wirklich sehr ruhig wirken, entscheiden sich für den Goral-Mikrozement. Ja? Handwerker mittlerweile auch sagen, okay, ich nehme mir die einfache Variante, weil es ist ja einfache Variante. Es ist ja bereits pigmentiert. Natürlich muss der Handwerker da jetzt nicht mehr wiegen, keine Pigmente mehr zufügen, kein Wasser zufügen, aber verliert er dadurch natürlich auch dieses ganz natürliches Wirken vom Beton. Ja? Es ist schon Beton in dem Sinne und wirkt wie Beton, aber in der Natur trifft man kein schwarzes Beton. In der Natur trifft man kein gelbes Beton. Also hier, man sieht ja auch meine Werkzeugbewegung, ne? Das, was ein bisschen so schattiert ist, die sieht man auch ein bisschen. Und selbst das, wenn der Mikrozement nachher geschliffen wird, ja, dann sehe ich das, je nachdem, wie das Licht fällt, seht ihr das, sieht man natürlich auch meine Werkzeugbewegung. Das wird ja auch, geht ja auch nie verloren, in dem Sinne auch bei dem Goral-Mikrozement, in jedem NCS. Farbton wird man es sehen. Wenn ich aber grundiere, schleife, grundiere und versiegle, dann wirkt er natürlich auch wirklich sehr ruhig. Ja? Kommt ja nochmal zusätzlich, weil der hier nochmal zusätzlich ein bisschen glänzt, weil es noch nass ist. Wenn ich aber versiegle, habe ich die matte Versiegelung und dementsprechend wirkt er dann ja auch ganz anders. Ne? So, und dann am besten zu testen, ob das bereits schon nochmal zum Glätten ist. Schauen wir mal. Natürlich, weil das erste Schicht ist, kann ich das jetzt nicht unbedingt sehr schön, sehr glatt, sehr eben glätten. Trotzdem, dementsprechend kann ich nochmal diese Struktur beeinflussen. Ja? Jetzt ist schon ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger Bewegungen drin. Dementsprechend auch wirkt das ja auch schon. Und ja, sehr beliebt schwarz, sehr beliebt weiß, also rein weiß, also richtig 90-16 ist der reinste Weiß. Kann ich ohne Problem
mit dem Goral-Mikrozement herstellen. Ja? Hier müssen wir auch direkt aufpassen. Werkzeug, man merkt, auf dem Werkzeug wird ja auch das Material fest. Und wenn es fest wird, dann kann man das Werkzeug wieder in der Mülltonne schmeißen, weil das Mikrozement kriegst du gar nicht mehr raus. Ja, deswegen auch direkt danach Werkzeug entsprechend sauber machen, abputzen. Und während ihr arbeitet, achten darauf, dass der Werkzeug auch sauber gemacht wird. Ja, man merkt mal schon, auch teilweise ist ja schon ein bisschen hier fester geworden. Deswegen immer darauf achten, dass der Werkzeug sauber ist. Viele fragen, ob sie selber Mikrozement aufbringen können. Natürlich, wenn man begabt ist und ein bisschen gespachtelt hat, kann man auch Mikrozement selber auftragen. Diese Variante Goral NCS Mineralfarbton ist natürlich auch dann dementsprechend einfache Variante, weil dann muss man keine richtige Waage haben, nicht immer darauf achten, wie viel Pigment gebe ich hier rein, wie viel Pigment gebe ich da rein. Wobei alle Mikrozemente, die wir anbieten, können von jedem verwendet werden. So, irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich sage, ich kann nichts mehr machen. Je mehr ich mache, umso schlimmer wird es. Dann lasse ich es einfach. Lass es einfach. Lass zum Beispiel 3 bis 4 Stunden trocknen. Und das sage ich jetzt an Handwerker. Könnt ihr schon langsam vorsichtig schleifen und dann grundieren, zweiten Schicht aufbringen. Ja? Trotzdem von dem Versiegeln 24 Stunden warten. Ja, damit die Feuchtigkeit aus dem Untergrund raus ist und da diese Punkte, Zwischenpunkte beachtet werden. Und wie man sieht, halte ich sehr nah und die Kamera ist wirklich sehr scharf. Also, und was kann ich zum Vergleich nehmen? Das ist zum Beispiel jetzt mein Finger. Und wenn ich daneben halte, ist diese Körnung wirklich sehr fein. Ja? Natürlich, weil ich hier nochmal einfach jetzt aufgetragen habe, ohne zu glätten. Wenn ich jetzt hier weitergehe, man sieht wirklich, dass da, dass diese Quarz oder das Mikrozement sehr, sehr fein ist. Selbst hier zum Beispiel, man sieht man ja auch, das ist der Werkzeugschlag. Ne? Und das ist wirklich minimal, minimal in Wirklichkeit. Und wenn ich das jetzt mit 40er Körnung im ersten Schicht schleife, habe ich die Fläche sehr fein. Bringe zweiten Schicht auf 120er Körnung nachhinein, schleifen und dann ist die Fläche perfekt. Große Flächen, die auf jeden Fall über 30 Quadratmeter erstellt werden, auf jeden Fall da schon anfangen, zum Beispiel mit dem Vitredro, der ist bereits pigmentiert auch, kommt ja Wasser nur hinzu. Wenn dann noch größere Flächen sind, dann ist natürlich auch der Goral-Mikrozement sehr cool zu wählen. Ich sag so, jeder Kunde hat anderen Geschmack und dementsprechend kann er auch für sich aussuchen, was für ihn das Passende wäre. Alles, was wir anbieten und in jedem Segment ist etwas zu finden. Ich empfehle euch trotzdem, holt euch so eine kleine Probe mit Versiegelung, also Komponente A, Komponente B, versiegelt oder macht die Probe richtig fertig. Zum Beispiel hier, ja, kann ich schon anfassen, wobei ich, wenn ich jetzt anfasse, bleibt mal ein bisschen auf dem Finger. Das ist noch nicht fertig getrocknet, ich kann damit noch nichts machen. Ja? Aber man merkt schon, da wo es trockener wird, dann wirkt er ein bisschen matter. Ja, so matt. Also nicht mehr glänzt das schon, sondern wirklich wirkt das matt. So viel von mir erstmal zum Thema Mikrozement in NCS und Mineralfarbton.